Da haben wir die gleiche Seufzer, na, wie in 13, 14 waren sie aus zwei Tönen. Und hier haben wir drei und beginnen mit dem vierten Finger rechts. Und mit dem zweiten Finger links. Aufpasse, dass du die letzte Note ganz zart absetzt, ne? Ohne Knall. Ja? Und bei der ersten, versuch mal das nicht ganz flach, ne? Nicht so, nicht plumpsen, sondern doch ein bisschen rund. Ne? Und das klingt dann am besten. Ja. Nummer 15 hat sehr schöne Musik, ne? Heißt ja auch Schöne Fee, das kannst du gleich mit Musik machen. Musik ist dann nicht schnell dort. Und dann auch, wenn du es gut einzeln kannst, auch mit zwei Händen. Und immer aufpassen, die letzte Note. Ganz leicht, als ob du fliegen würdest, wie die Schmetterlinge da auf dem Bild. Ja? Nummer 16 ist auch sehr ähnlich. Da gehen wir von unten nach oben. Dort ist aber Musik etwas schneller. Das heißt, wenn du siehst, Musik ist für dich noch zu schnell, mach ruhig ohne Musik. Aber ansonsten ist es ja dasselbe. Und letzte Note auch ganz leicht.